Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Traumküche. Viel Platz, offen und hochwertig. So wünschen sich viele Deutsche ihre neue Küche. Einige planen sogar ihr ganzes Haus drumherum. Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Grundrissplanung ankommt. Und Abzocke am Telefon. Kunden vom Stadtwerk am See erhielten merkwürdige Telefonanrufe. Die Anrufer gaben sich als Mitarbeiter des Stadtwerks aus und versuchten, ihre Opfer zu einem Tarifwechsel zu überreden. Immer wieder berichten Medien über Telefonabzocke oder dubiose Anrufe bei Verbrauchern. Im Mittelpunkt stehen Mobilfunkanbieter, Versicherungskonzerne oder Energieanbieter. Und genau um letztere geht es bei uns heute in der Sendung, denn ein aktueller Fall sorgt ganz schön für Aufsehen. Betroffen von der Betrugsmasche ist das Stadtwerk am See und die Kunden. Hier hat ein großer Energieanbieter die Kunden des Stadtwerks unter falschem Namen angerufen und versucht, Verträge zu verkaufen. Die weiteren Recherchen der Bauen- und Wohnredaktion haben aber interessante Neuigkeiten ans Licht gebracht und die verraten wir Ihnen heute. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Beginnen wollen wir doch mit einem ganz anderen Thema. Wir Menschen lieben es bequem, nicht nur bei den Möbeln, sondern auch bei den kleinen Alltagshelferchen. Ein Trend sind Rasenmäherroboter. Sie erleichtern nicht nur die Gartenarbeit, sondern sorgen auch für einen schönen, gleichmäßigen Rasen. Doch auch die kleinen Helferchen haben ihre Grenzen. Quirin Patzke und David Reimann haben die kleinen Roboter einmal genauer unter die Lupe genommen. Bevor der Rasenmäherroboter über den saftig grünen Rasen flitzen kann, braucht es ein wenig Vorbereitung. Als erstes muss eine sogenannte Schleife in den Rasen gelegt werden. Die besteht aus Draht. Durch Stromsignale erkennt der Roboter, innerhalb welchem Bereich er sich austoben darf. So wird vermieden, dass er das vorgegebene Rasenstück verlässt. Bevor es mit dem Mähen aber losgehen kann, muss die Basis, eine Dockingstation, angeschlossen werden. Hier empfiehlt unser Experte die Nähe zu einem Stromanschluss und einen Platz, an dem der Roboter sicher steht. Per manueller Eingabe kann man dem Roboter sagen, wie lange und wie oft er täglich oder wöchentlich mähen soll. Den Rest erledigt eine Software. Und dann kann es mit dem Mähen losgehen. Der zu mähende Rasen sollte nach Möglichkeit keine großen Unebenheiten aufweisen und möglichst gerade sein. Ohne große Engstellen oder Behinderungen. Also das Hindernis sollte ca. 15 cm hoch sein, ein festes Anstoßhindernis geben, also quasi, dass der Sensor von der Haube vom Mäher auslöst, um dass der Mäher wieder umdreht und in eine andere Richtung fährt. Auch eine Steigung ist für den Mähroboter kein großes Problem. Vorausgesetzt, sie ist nicht größer als zwischen 35% und 45%. Also die Höhe vom Rasen, die sollte so 60, 70 mm nicht überschreiten, weil sonst der Widerstand für den Rasenmäher zu groß wird. Er tut sich deutlich schwer beim Mähen. Und beim Robotermäher ist es ein Prinzip wie beim Mulchen. Der lässt diesen Rasenschnitt liegen. Das heißt, Mulchprinzip heißt, ein Drittel vom Rasen wird abgeschnitten und zwei Drittel bleiben stehen. Nach dem erfolgreichen Mähprogramm sieht der Rasen dann wie neu und frisch gepflegt aus. Und das Beste ist, man hat nicht die geringste Arbeit. Die meisten von uns kennen, wenn es um die eigene Immobilie oder das Eigenheim geht, die beiden Begriffe mieten oder kaufen. Früher gab es noch einen dritten Begriff, den Mietkauf. Und es scheint, als käme der wieder mehr in Mode. Wir haben uns mit einem Experten unterhalten, wollten wissen, was steckt hinter dem Wort Mietkauf. Rund 80% aller Wohnungen in Deutschland stehen im Eigentum privater Menschen. Von den rund 33 Millionen Wohnungen privater Eigentümer werden rund 17 Millionen selbst genutzt und rund 15 Millionen vermietet. Somit stellen Private mehr als 66% des Mietwohnungsangebotes in Deutschland zur Verfügung. Aber egal, ob es das eigene Haus oder die eigene Wohnung sein soll, das Mietkaufprinzip soll den Traum vom Eigenheim schnell wahr werden lassen, egal wo. Warum ist Mietkauf noch nicht so bekannt? Ich glaube, das hat einen Ursprung in den 70er Jahren.
Da war Mietkauf ein Modell, das sehr attraktiv war und dann einfach durch Liebhaberei und steuerliche rechtliche Themen vom Markt verschwunden ist. Und dann war in den 80er und 90er Jahren ist der Begriff missbraucht worden. Das heißt, Bauträger haben Restanten übrig gebliebene Immobilien, die nicht verkaufbar waren, als Mietkaufobjekt angeboten für Menschen, die keine Finanzierung bekommen haben. Dieser Gedanke ist schon lange hinfällig. Das heißt, heute entscheiden sich Menschen für das Thema Mietkauf/Optionskauf, die ganz normal eine Finanzierung bekommen würden. Wie ist die monatliche Belastung im Vergleich zur Miete oder Finanzierung? Ich muss immer zwei Felder unterscheiden im Options- bzw. Mietkauf. Punkt 1 ist die Miete an sich, die protokolliert wird. Die ist in der Regel zwischen 40% und 60% aktuell günstiger als die ortsübliche Miete. Das heißt, Menschen sparen enorm viel Geld im Vergleich zum klassischen Mieten. Das ist der erste Bereich. Wir liegen heute bei einer Wohnung, die einen Wert hat, oder ein Haus von 400.000 Euro, ungefähr bei 670 bis 700 Euro Miete für diese Immobilie. Das ist extrem günstig in den Regionen. Vergleichbar hinzu kommt, das darf man nicht mischen, ist eine Ansparung. Das heißt, ich spare meine Immobilie hinterher, was ich normal nicht kann. Bei der Bank trage ich Schulden ab, das heißt, ich verschulde mich zu Beginn und stotter jetzt in Raten mein Schuldverhältnis zurück. Beim Mietkauf, Optionskauf spare ich hinterher. Das heißt, mein Vermögen in Zukunft nehme ich dafür, um den Kaufpreis in 35 Jahren spätestens zu bezahlen. Was einschließt, ich kann auch früher kaufen, entsprechend, wenn ich das Geld zur Verfügung habe. Was passiert, wenn Mietkäufer während der Laufzeit das Objekt verlassen wollen oder in eine andere Stadt ziehen? Wir haben uns für die kürzeste Kündigungsdauer unterjährig entschieden. Die ist 3 Monate ohne Angaben von Gründen. Das heißt, der klassische beurkundete Immobilienkauf setzt niemals eine Rückabwicklung voraus. In den klassisch gut gemachten Optionskaufverträgen haben Sie eine Kündigungsfrist drin von 3 Monaten unterjährig. Das steht dann drin. Wenn ich kündige, wird automatisch die Löschung des Notarvertrages erwirkt. Das heißt, Sie werden da rausgenommen und Sie sind frei von allem, bekommen Ihr Eigenkapital zurück, haben Ihre Ansparung und gehen Ihrer hoffentlich in eine neue Mietkauf- oder Optionskaufimmobilie in einem anderen Ort. Gleich nach einer kurzen Pause geht es bei uns weiter mit den zwielichtigen Methoden auf dem Energiemarkt. Wir zeigen Ihnen einen Fall, der aktuell für Aufsehen sorgt, und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit. Also bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Egal wo Sie wohnen, nachfolgender Fall kann Sie alle betreffen und viele von Ihnen werden sich jetzt wahrscheinlich an Anrufe der gleichen Art erinnern. Hier unser aktueller Fall. Ein Callcenter, das vom Energieriesen Eprimo, übrigens eine Tochter des RWE-Konzerns, beauftragt worden ist, ruft Kunden des Stadtwerks am See an und gibt sich auch als Mitarbeiter von diesem aus, um sich Verträge zu erschleichen. Nachdem sich die Kunden verwundert an das Stadtwerk gewendet haben, haben die Verantwortlichen als erster Energieversorger reagiert und eine Unterlassungsverfügung gegen Eprimo erwirkt. Die Vorfälle am Bodensee sind aber leider nur die Spitze des Eisbergs und keine Seltenheit. Die unseriöse Masche, Verbrauchern am Telefon unter falschem Namen Verträge aufzuzwingen, scheint deutschlandweit weit verbreitet. Die Bauen- und Wohnredaktion hat sich dem Vorfall angenommen und die Recherchen haben Neuigkeiten ergeben, als wir den Energieversorger Eprimo mit den Vorwürfen konfrontiert haben. Alles beginnt mit einem Anruf des eigenen Energieversorgers. So jedenfalls kommt es bei den Angerufenen rüber. Was sie jedoch nicht wissen: Am anderen Ende der Leitung ist nicht ein Mitarbeiter des eigenen Versorgers, sondern ein Mitarbeiter eines Energiediscounters, der auf diese unseriöse Art und Weise versucht, neue Kunden zu gewinnen. In den vergangenen Monaten haben sich einige besorgte Kunden bei uns gemeldet. Die hatten merkwürdige Anrufe erhalten und waren sich nicht sicher, was dort eigentlich passiert. Wir sind dem Ganzen nachgegangen und haben festgestellt, dass ein Wettbewerber hier unseriöse Stromangebote unterbreitet und die Kunden uns fragen, was sie tun sollen. Der Versuch, Verträge mit arglosen Verbrauchern am Telefon abzuschließen und sich dabei unter falschem Namen auszugeben, ist auch in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen.
das angerufen wird, indem man sich als Unternehmen ausgibt, mit dem der Angerufene bereits einen geschäftlichen Kontakt hat. Oder auch, dass man sich als Verbraucherzentrale ausgibt, um besonders seriös zu wirken. Das ist durchaus gängig, das ist uns bekannt. Ja, das ist eine der Maschen, um den Leuten möglichst am Telefon irgendwelche Verträge anzudrehen. Das Stadtwerk am See hat diese zwielichtigen Methoden nicht hingenommen. Im Gegensatz zu anderen Stadtwerken, deren Kunden sich offenbar ebenfalls über derartige Telefongespräche beschweren, ist das Unternehmen vom Bodensee in die Offensive gegangen. Beim Landgericht Ravensburg wurde eine Unterlassungsverfügung erwirkt. Sie richtet sich gegen die Eprimo GmbH, eine Tochter des Stromkonzerns RWE. Sie steckt hinter den jüngsten Vorfällen und ist bei den Verbraucherschützern keine Unbekannte. Also es liegen uns da zahlreiche Verbraucherbeschwerden vor. Wir sind auch gegen Eprimo schon rechtlich vorgegangen. Und deswegen ist Eprimo eben auch eines der Unternehmen, das immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird. Recherchen im Internet ergeben, dass Eprimo bei Kundenbewertungen meist gut bis sehr gut abschneidet. Viele Verbraucher allerdings fühlten sich in der jüngsten Vergangenheit von dem Energiediscounter hinters Licht geführt. Ist wie in der Vergangenheit auch bei den aktuellen Vorfällen am Ende wieder einmal der ehrliche und gutgläubige Verbraucher der Dumme? Wir von der Bauen- und Wohnredaktion sind der Geschichte nachgegangen und haben die Verantwortlichen des deutschlandweit agierenden Energiediscounters Eprimo mit den Vorwürfen konfrontiert. Das Unternehmen gibt sich reumütig. Ja, also es handelt sich hierbei nicht um Eprimo-Mitarbeiter, sondern es sind externe Partner, die für uns arbeiten und da gilt natürlich für uns, dass wir da die Qualität überwachen müssen und wenn wir da irgendwelche Dinge, wenn da irgendwelche Dinge dann entstehen oder gesagt werden, die nicht in unserem Sinn sind, müssen wir da dagegen vorgehen, entweder die Partner nachschulen oder uns von dem Partner trennen. So, das Callcenter soll schuld sein. Ein Callcenter, das sich eigenmächtig diese Masche einfallen lässt, ohne Absprache mit dem Auftraggeber Eprimo? Ein Callcenter-Experte hält das für ausgeschlossen. Also im Prinzip gibt es zwei wichtige Paragraphen. Der eine wäre Paragraph 134 BGB. Da steht halt drin, dass man gegen gültige Gesetze nicht verstoßen darf. Ja. Wenn es passiert, dann sind alle Verträge für nichtig zu erklären. Und so ein Gesetz wäre zum Beispiel der Paragraph 7 unlauteres Wettbewerbsgesetz. Da steht ja drin, dass man ohne Werbeeinwilligung einen Verbraucher nicht anrufen darf. Da sie da in fremden Namen angerufen haben, ohne Beauftragung, liegt da eine Werbeeinwilligung ja nicht vor. Das heißt, man verstößt dagegen ein Gesetz. Das heißt, da kommt dann Paragraph 134 BGB zu tragen und die Verträge sind alle nichtig zu erklären. Wir haken bei Eprimo nach. Was passiert denn nun mit den Verträgen, die die arglistig getäuschten Kunden vor wenigen Wochen in den Monaten Juni und Juli am Telefon abgeschlossen haben? Hier ging es ja konkret darum, wenn man sagt, ich habe einen Vertrag abgeschlossen, wo der drüben gar nicht wusste, mit wem er es eigentlich abschließt, sondern dachte mit jemand anderem, dann ist das ja eigentlich auch keine Vertragsgrundlage. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, also wenn es da Zweifel gibt und dann werden die Kunden natürlich, das ist ganz klar, dann werden die Verträge rückabgewickelt, das ist selbstverständlich. Die Rechercheergebnisse der Bauen- und Wohnredaktion sind für Ulrich Lengle vom Stadtwerk am See überraschend. Und wenn wir da irgendwelche Ja, zunächst mal sind wir total überrascht, dass Eprimo so reagiert. Auch, dass sie sagen, ja, wir haben hier einen Drittanbieter, der im Markt agiert und der offensichtlich nicht alle Spielregeln einhält. Das finden wir schon sehr überraschend. Wir sind auch der Meinung, dass Eprimo für Drittdienstleister verantwortlich ist und dass Eprimo hier zusehen muss, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Was bedeuten diese Aussagen denn jetzt für Ihre Auseinandersetzung mit dem Unternehmen Eprimo? Ja, zunächst mal würde ich Eprimo so zitieren, wie auch vom Unternehmenssprecher getan. Also die Verträge, die hier geschlossen wurden, die sind ungültig, die müssen rückgängig gemacht werden. Und für uns bedeutet das hier schon ein eindeutiges Indiz, dass Eprimo eben auch nicht mit rechten Dingen gearbeitet hat, sodass wir schlussendlich auch in der Auseinandersetzung nochmal konkret darauf hinweisen und davon ausgehen, dass Eprimo eben nicht nur das über seinen Unternehmenssprecher sagt, sondern auch über seine Juristen. Dieser Fall zeigt, immer noch gibt es Bürger, die sich am Telefon zu Vertragsabschlüssen überreden lassen. Und immer noch gibt es Methoden von Stromanbietern, die mehr als zweifelhaft sind. Verbraucherschützer fordern deshalb schon lange, dass sich an den Richtlinien für Vertragsabschlüsse am Telefon dringend etwas ändern muss. Das könnte man jetzt natürlich nur dadurch lösen, indem man die Zustimmungslösung jetzt endlich mal voranbringt. Das heißt, wir fordern seit langem,
dass telefonisch geschlossene Verträge vom Verbraucher binnen 14 Tagen schriftlich bestätigt werden müssen. Dann wäre dem endgültigen Riegel vorgeschoben. Aber wie können sich die aktuell Betroffenen denn nun wehren? Das eigentlich Ärgerliche ist ja, dass so zustande gekommene Verträge dann auch tatsächlich rechtswirksam werden. Das heißt, sie haben in aller Regel dann Widerrufsrecht, wenn sie aufgeklärt wurden. Wenn nicht, dann erlischt dieses Widerrufsrecht ein Jahr und zwei Wochen nach dem Zustandekommen des Vertrags. Das heißt, wenn Sie da Probleme haben, können Sie sich gerne in die Verbraucherzentrale wenden. Wir helfen Ihnen allen Belangen rund ums Widerrufsrecht. Nun ist die Politik gefordert, nicht länger auf der Leitung zu stehen. Nur sie kann die Verbraucher nachhaltig schützen. Inzwischen haben sich über 20 Stadtwerke aus ganz Deutschland beim Stadtwerk am See gemeldet und wollen wissen, wie dieses konkret gegen ePrimo vorgegangen ist. Dies zeigt deutlich, dass das nicht nur ein Problem in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit ist und dass mehrere tausend Menschen von der Aktion betroffen sind. Die Bauen- und Wohnredaktion wird das Thema natürlich weiterverfolgen und ist auch gespannt, wie das juristische Aufeinandertreffen Ende September ausgeht. Liebe Zuschauer, nach diesem Thema gönnen wir uns eine kleine Pause und dann geht es bei uns unter anderem weiter mit der Traumküche. Wir zeigen Ihnen, was Sie bei der Planung der Traumküche unbedingt berücksichtigen sollten und dass diese auch ab und zu Auswirkungen auf den gesamten Grundriss des Hauses hat. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Je grüner, desto besser, so lautet das Grundprinzip des Energieausweises. In der Praxis ist dies aber deutlich komplizierter und wir müssen erstmal verstehen, was steht in diesem Energieausweis überhaupt drin und wo bekomme ich ihn her? Wir haben uns mit einem Experten zum Thema Energieausweis unterhalten. Wer eine Wohnung sucht oder eine Immobilie kaufen möchte, der will auch wissen, wie hoch sind die Energiekosten. Erste Anhaltspunkte dafür liefern zwei Ausweise, der Verbrauchsausweis und der Bedarfsausweis. Ottmar Wernicke, Geschäftsführer von Haus und Grund in Stuttgart, hält die Aussagekraft beider Ausweise für sehr beschränkt und hat die Probe aufs Exempel gemacht. Wir haben einen entsprechenden Versuch unternommen, indem wir in einem und demselben Gebäude mehrere Bedarfsausweisaussteller haben durchgehen lassen, die voneinander nichts wussten. Und die Werte haben sehr, sehr stark differiert, obwohl es sich um ein und dasselbe Gebäude handelte. Wer also wissen möchte, welche Nebenkosten auf einen zukommen, sollte sich einen Experten ins Haus holen. Geht es um eine Mietwohnung, geben die Abrechnungen des Vormieters Aufschluss über den tatsächlichen Verbrauch. Aus der kann er nämlich exakt ersehen, was in dieser Wohnung verbraucht wurde und er weiß auch, wie viele Köpfe, wie viele Personen in der Wohnung gelebt haben. Und dann kann er sehr klar für sich erkennen, kann ich mir diese Wohnung leisten, auch vor dem Hintergrund der Betriebskosten, die in dieser Einheit anfallen. Doch an diese Unterlagen zu kommen, ist nicht immer einfach. Auch hier gilt, bei der Besichtigung einen Fachmann mitnehmen. Das ist gut angelegtes Geld. Wie oft haben Sie in letzter Zeit Ihre Küche angesehen und gedacht, es wird allerhöchste Zeit für eine neue? Am besten ein freistehender Küchenblock mit ganz viel Platz für die Familie und zum Kochen. Und liebe Zuschauer, es gibt sogar Leute, für die ist die Küche wichtiger als der Rest vom Haus. Sven Jachmann und Robert Pfeiffer haben ein Hausbesitzerpaar besucht, bei denen das genauso ist. Erst die Küche, dann das Haus. Offen oder geschlossen, das war für Oliver Rimser und seine Frau Tanja aus Lichtenwald in der Nähe von Stuttgart schnell entschieden. Offen sollte alles sein. Hier verschmelzen Wohnen und Kochen auf 62 Quadratmetern zu einer Einheit. Klare Formen und Farben stehen im Vordergrund. Und neben einem auffälligen Design sollte sie funktionell und praktisch sein. Vorher hatten wir das krasse Gegenteil. Wir hatten eine Lackküche, die sehr, sehr pflegeaufwendig war. Und deshalb hatten wir uns für eine Küche entschieden, wo wir gesagt haben, die sieht nach was aus und ist einfach alltagstauglich. Das war uns wichtig. Die Küche ist der zentrale Ort des ganzen Hauses. Wenn die Rimsers nach Hause kommen, führt sie der erste Gang in ihr neues Schmuckstück.
Wir haben den Eingangsbereich in der Küche so geplant, also auch etwas breiter geplant, sodass man wirklich da auch großzügig durch kann, auch mit, was weiß ich, mit Taschen oder sonstigem. Und dass man auch, wenn man zu zweit reinkommt, das haben wir auch simuliert, also dass man da vielleicht, was weiß ich, Arm in Arm oder wie auch immer, dass man mit einem Besuch noch durchgehen kann. Dementsprechend haben wir den Eingangsbereich etwas breiter geplant. Gemeinsam mit dem Architekten hat das Paar die Küche geplant und dabei festgestellt, der Grundriss des gesamten Hauses muss sich komplett nach der Küche richten. Dementsprechend haben wir einen Erker geplant noch, damit wir wirklich eine große Flucht haben und genügend Platz haben, um die Küche rumzulaufen und sie auch wirklich von allen Seiten zu nutzen. Bei der Planung ihres Fertighauses hätte das Paar fast den Einbau einer Speisekammer vergessen. Der Architekt machte sie darauf aufmerksam und plante einen Raum hinter der Küchenzeile ein. 30.000 Euro hat das Paar für die Küche ausgegeben, mehr als eigentlich geplant. Küchenmöbel erzielen derzeit den größten Umsatz. Die Hausanbieter haben den Trend längst erkannt und bieten auf ihren Ausstellungsflächen zahlreiche offene Küchen an. Im Schnitt geben die Deutschen 6.300 Euro für ihre neue Küche aus. Alle 17 Jahre ist eine neue fällig. Günstige Küchen unter 5.000 Euro sind derzeit nicht angesagt. Stattdessen sind Luxusküchen gefragt. Die Küche wird zum Treffpunkt für Familie und Freunde und zum Prestigeobjekt. Heute passt sich das Haus der Küche an und nicht umgekehrt. Das bestätigt auch die Expertin Christina Groman-Jakšić, die wir in ihrer Traumküche im Landhausstil treffen. Die Expertin plant seit 30 Jahren Häuser für die Schwörergruppe. Diese Küche befindet sich in einem Musterhaus in Poing bei München. Sie hat sie sich selbst zusammengestellt und zeigt, es geht auch anders. Eine Küche muss nicht gleich ein hochpreisiges Designerstück sein. Also diese Landhausküche ist nicht nur eine Landhausküche, sondern sie ist aus verschiedenen Möbeln zusammengestückelt. Das soll ermutigen, dass man Dinge, die man schon hat, nicht einfach wegzuwerfen braucht, sondern mit ein bisschen Gespür kann man daraus was ganz Schönes machen. Die Küche als zentraler Treffpunkt für die ganze Familie, wer das möchte, muss sich schon bei der Grundrissplanung entsprechende Gedanken machen. Das finde ich wichtig, dass man sich das überlegt, wo könnte ich später schließen, weil man ist nicht immer, sagen wir mal, man möchte nicht immer das Kindergeschrei hören. Vielleicht denke ich in 5 Jahren, ach nein, ich mache hier zu, weil in der Küche sitzen immer meine Jugendlichen mit ihren Freunden, dann möchte ich doch in Ruhe Fernsehen schauen. Also man sollte sich das nicht verbauen. Jetzt, wo die Kinder klein sind, kann man das gerne offen haben, aber später möchte man es vielleicht gerne zu. Folgende Punkte sollten mit dem Architekten bei der Grundrissgestaltung besprochen werden: Lage der Speisekammer, Gestaltung der Wege in die Küche, ausreichender Stauraum, wie sollen die Fenster angeordnet werden, wie sind Arbeits- und Tagesabläufe und Gewohnheiten und soll die Küche später vom Wohnraum abgetrennt werden? Zurück zum Ehepaar Rimsaat. Die Kinder sind längst aus dem Haus. Hier soll alles offen und großzügig bleiben. Außerdem steht das Ehepaar lieber gemeinsam am Herd, als die Abende liegend vor dem Fernseher zu verbringen. Auch heute steht wieder Kochen auf dem Programm. Es gibt ein leichtes Nudelgericht. Und ginge es nach dem Hauskater Tiger, könnte es so langsam dennoch mal losgehen. Wow, so eine Küche macht natürlich richtig Lust auf die neue Traumküche. Das war's für diese Woche, auch wieder mit Bauen und Wohnen. Am Ende möchte ich noch einmal auf unseren Schwerpunkt zurückkommen. Wenn Sie jemand anruft, der weder Ihre Kundennummer noch Ihre Zählernummer kennt, dann seien Sie sicher, es ist nicht Ihr eigener Energieversorger. Wenn Sie diese Sendung gesehen haben und denken, vielleicht bin ich betroffen, wenden Sie sich bitte einfach an Ihren regionalen Energieversorger oder auch an die Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg. Das war's nun für diese Woche mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten, dann mit diesen Themen. Heiße Angelegenheit. Kaminöfen können heute bereits die Heizung im Haus ersetzen und sind dabei gleichzeitig Designobjekt und Wohnaccessoire. Und Küche im Trendcheck. Ein im Sockel verbautes Radio in der Küche ist keine Seltenheit. Kochen wird kopffrei und Berührung fast völlig überflüssig. Das sind die Küchentrends 2016. Bauen und Wohnen ab Montag, 26. September, 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.